für Woche treffen in Genf und Basel Sonderzüge mit kriegsgeschädigten Kindern ein. Die Schweiz, eine Friedensinsel inmitten einer entzweiten Welt, will diesen unschuldigen Opfern des Krieges während 3 Monaten ein Asyl gewähren. Sofort nach der Ankunft hilft ein stärkendes Mahl über die Strapazen einer oft mühevollen Reise hinweg. Die Pflegeeltern, Väter und Mütter, deren liebevolle Sorge sich nicht auf die eigenen Kinder beschränkt, warten auf ihre Schützlinge, die ihnen der Reihe nach zugeführt werden. In bescheidenen Wagen werden die einen aufs Land gebracht. Im Taxi fahren die anderen nach dem Villenquartier. Wieder andere gehen ganz einfach zu Fuß ihrem Bestimmungsort entgegen. Auf die Gesundheit eines jeden Kindes wird besonders geachtet. Großmütig stellen sich unsere Ärzte dem Kinderhilfswerk zur Verfügung. Die regelmäßige Gewichtskontrolle zeigt an, dass die kleinen Gäste während ihres 3-monatigen Schweizer Aufenthaltes durchschnittlich 5 Kilo zunehmen. Im Winter werden die zarten Glieder außerdem mit künstlicher Sonne bestrahlt. Indessen wird nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, auch die geistige Ausbildung der Kinder wird gefördert. Unsere Lehrerschaft, vor allem aber auch unsere Schulkinder, haben die kleinen Ausländer, die man hier an den schwarzen Schürzen erkennt, mit Begeisterung in ihren Kreis aufgenommen. Auf dem Lande, bei den Bauern, erholen sich die Kinder am schnellsten. Da finden sie gute Luft und reichliche Nahrung. Bei kleinen Arbeiten helfen sie willig mit. Hier fühlen sie sich zu Hause, wie sie sich auch in anderen Familien, in Familien der Stadt, daheim fühlen. Allzu geschwind gehen die 3 schönen Monate vorbei und schon hat die Abschiedsstunde geschlagen, denn tausende von anderen Kindern warten, bis sie an die Reihe kommen. Die Trennung ist immer ein schmerzlicher Augenblick. Durch das Gitter der Zollstation winken die Pflegeeltern ihren Schützlingen ein letztes Lebewohl zu. Was die Schweiz bis anhin zur Linderung der Not getan, darf sich sehen lassen. Doch müssen wir noch viel mehr tun. Dies ist der Sinn der bundesrätlichen Verfügung, wonach das Kinderhilfswerk als besonderer Zweig dem Schweizerischen Roten Kreuz angegliedert worden ist.